Beeindruckende Nase! Das ist alles, was du im Angesicht der erloschenen Vergangenheit zu sagen hast, Erwählter. Soll ich beeindruckt sein? Unser heiliger Zug wandert auf alten Pfaden. Vor langer Zeit, als das strahlende Reich noch bestand, führt ein alter Prozessionsweg zum Gipfel des Zentralmassivs. Du stehst hier vor einem der alten Hochkönige des Reiches. So, wie ist er? Sein Name ist in Schatten des Vergessens abgesunken, ja. Doch als das Reich noch bestand, reicht seine Macht bis in diese Berge vor uns. Damals seine dichten Postenketten, die Pässe bewacht haben. All das ist nun längst vorbei. Wer weiß, welche Kreaturen heute in den Bergen umgehen, da niemand mehr ist, der ihnen Einhalt gebietet. Soll es erlauern, was will? Ich werde mein Ziel erreichen! So spricht der Erwählte, bis ganz Feuer und Flamme für den heiligen Zug. Heiliger Zug! Ja, ja, genau der! Können wir da runter? Das war so offensichtlich. Vereint mit größter Wucht dagegen, das Tor erschüttert werden kann. Ein Zauberkeim zur Hand zu dann, so wird der Weg euch freigegeben. Hast du schon erwähnt, dass Steel Trolls Spiele voll mit Rätseln sind? Eigentlich, die Finger sollten längst zerbrochen sein! Oh Gott, nein! Jetzt habe ich Kampf gemacht! Hey, kann ich das mir klauen? Und ich habe es natürlich überhaupt nicht gelesen. Kann ich es nicht beklauen? Das Tor zu fassen und versucht ihn rauszuziehen. Meinst du nicht? Einfach abtragen könnte das Tor nicht. Och, komm schon. Ich hätte mir vielleicht. Ich habe gedacht, da kommt jetzt irgendwie so ein Rätsel, dass ich irgendwas machen muss. Aber hey, ich habe doch noch meinen Donnerhammer. Yeah! Ich glaube, so muss ich das machen. Keine Ahnung, alles drauf. Weiter drauf! Keine Ahnung, ich versuch's einfach mal. Ach, ich habe jetzt falsch. Naja. Ich hätte vielleicht genauer lesen sollen, was genau ich hier tun muss. Okay, ich soll es vielleicht doch nochmal genau lesen. Vielleicht soll ich es mir mal merken, was ich lese. Das Tor erschüttert werden kann. Ein Zauberkeim zur Hand, so dann wird euch freigegeben. Hey. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich komme später nochmal. Ja, gut. Ich hab. Was ist das denn jetzt? Mist, zu früh. Was zur Hölle? Was ist das denn? Ach. Ach, ich schlag schon dazu mit ihr. Bin ich schlau. Mach's aber immer wieder, ne? Sie ist eine Magierin. Sie kann zuschlagen. Wie alle Magier in Spielen. Ich warte immer noch darauf, dass es irgendwann mal ein Spiel gibt, in dem Magier richtig fest zuschlagen können. Warum auch immer. Gemäß dem Motto, ich kann zwar Magie, aber ich schlage lieber die an auf die Fresse, weil es ist viel lustiger, wenn du blutest und so. Als wenn es die 10.000 Fetzen zerreißen. Oh, halt ist es nicht. Ja, mich wieder beklauen wollen, ne? Aber das kann ich vorher auch, ne? Das braucht nur wieder langsam mal wegen Mana, weil irgendwie geht mir gerade meine Hexe das Mana aus. Ah, das ist die Sache nicht wert. Du bleibst gefälligst da. Verdammter Mistkerl. 10 Goldmünzen nicht. Aber da unten ist noch ein Sack mit. Sieh an! Das Bild der guten Bäume! Mal sehen, was sie schon an Beute hatten! Ein alles angewisses Brot! Eine tote Maus! Der Rest einer Socke! Das ist alles! Unfähiger Trottel! Gott, ein angeschissenes Brot. Was zur Hölle? Ich soll noch mal in die Grundschule gehen. Yeah, und eine Rotrübe, toll. Das Licht reinigt die Straße. Seht,
Im wahrsten Sinne des Wortes! Wie viele Fackeln trägst du eigentlich mit dir rum, Jungchen? Genug, um jede Gelegenheit nutzen zu können, erwählte. Warum guckst du mich so komisch an, wenn du Gelegenheit sagst? Hunde, Brunner hält 100 EP, weil immer so schön Feuer und Flamme für die gerechte Sache ist. Sauber angedacht! Geil. Wie kommt man auf sowas? Diese kranken Psychopathen, die sich merkwürdige Spiele ausdenken. Ist da irgendwas Neues vielleicht aufgetaucht? Hey, ich kann da runtersteigen. Nein, ich kann nicht schwimmen. Da fängt ein Frosch, genießt einen Schenkel abzutrennen. Was für ein gewalttätiges Spiel. Ich reiße einem Frosch, einen lebenden Frosch, einfach den Schenkel aus. Das ist doch mal Blutrünstig. Hm? So soll jedes Spiel sein. Wie komme ich da oben zu der Höhle? Was bringt mir das Wasser? Ich verstehe es immer noch nicht so ganz. Wasser spenden. Was passiert überhaupt, wenn ich dem was spende? Habe ich das schon mal gemacht? Was hat mir das jetzt gebracht? Ich habe 1000 Goldstücke reingeworfen. Was hat mir das gebracht? Nix. Keine Ahnung. Ich könnte das Spiel mal im RPG Maker starten. Yeah, ich fahre es wieder rein. Oh, okay. Boah, tiefes Wasser, du kommst hier nicht raus. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Das eigene ist liebstes öffnet den Weg. Weiß, wem die Höhle gehört, suchen sie aber außen nach einem Hinweis. Ich weiß nicht, wem die Höhle gewählt. Ein Verhör oder ziehen. Oh, okay. Sag doch einfach, komm später nochmal. Arsch. Das ist so schwer. Ja, hätte man wissen sollen im Prinzip. Haie! Hä? Es ist ein Hai! Kann ich den beklauen? Ich hab den Haizahn. Ich hab ihm den Zahn rausgerissen. Und was zur Hölle war das? Sehr unfreundlich, diese Kreaturen. Ich glaube, ich habe die falschen Waffen angelegt. Heil da mal lieber, ne? Klinge. Hä? Werden die Klingen? Plus 9 ausgerüstet. Okay. Ja, Wassertropfen mit Beifriss ist viel Schaden macht beim Hai. Gott, Wucht und Wasser. Klinge und Luft. Ich habe so viel Luftzauber. Yeah, wusch. Ah, ist schon deutlich effizienter. Also doppelter Schaden ungefähr. Nee, nicht hier. Mach mal da, den da. Die Heuler hat dieselben Zauber wie meine Hexe, toll. Stirb halt einfach. Hey Eul, was passiert überhaupt, wenn die Eule stirbt? Probier's doch aus, wenn du mutig genug bist. Feigling. Ich bin lieber feige. Sieg bei den Göttern. 400 Erfahrungspunkte. Okay. Ich bin... Oh Gott, nein! Sind das unterschiedliche? Nee, ich beklaue den jetzt nicht. Was hat der überhaupt noch? Ja. Ich muss das ja auch unbedingt wissen, ne? Und was ist mit dem anderen? Blutet der oder was? Ich glaub schon. Nein! Oh, ich bin so schlau.
bevor der Lafin jetzt mal einer sterben würde. Also sehr vor der Lafin. Er ist gerade mal wütend. Und ich weiß, wer tot ist. Ja, ich glaube, das kann ich jetzt vergessen. Ja, das wird nichts mehr, ne. Was ist hier, wo Game Over ist? Habe ich das schon mal gehabt irgendwo? Warzendreck! Ja, ich kann auch keine Magie mehr wirken. Ah! Ja, richtig, da greife ich wieder mehrmals an, ne? Komm, töte uns mal. War ich schon mal Game Over in dem Spiel? Ich kill nur wahrscheinlich mit einem HP noch am Schluss. Ja, kenn ich doch. Nein, ich bin tot. Verloren. Verloren. Toll. Ich hab gedacht, da kommt vielleicht so ein schönes Bild, oder? Warum drücke ich F12? Bin ich schlau. Okay. Jetzt haben wir mal den Game Over Screen gesehen, der nicht so beeindruckend ist, wie erwartet. Irgendwie überhaupt nicht, ne? Nö. Okay. Ich stelle fest, ich muss sie also irgendwo muss ich dann die töten, damit ich weiterkomme. Wo ist er? Dass es ein Seegebiet gibt, das Haifischklippen heißt! Warum siehst du es gerade jetzt? Weil wir da sind! Enter. Oh Gott, es ist so blau. Oh, ich kann mich bewegen. Bleib ruhig stehen. Stolz Segel am stolzen Mast. Ich kann mir schon denken, worauf ihr Burschen wartet. Sprich mich nicht an. Lass mich einfach nur hier stehen und sterben. Du meinst, das habe ich schon gesehen? Dann warte ab, wenn sie die Wogen so hochtürmen, dass dein Essen im Magen Putzelbaum schlägt. Das ist ein Seegang. Seegang. Die Fahrrinne ist eng, Erwählter. Mein Langschiff, der für Radien durchpasst, dann dieser kleine Küstensegler ist recht. Gib trotzdem Acht, hier scheint so manches Schiff zerschellt zu sein. So, bist du plötzlich Gewässerexperte geworden, Brunn? Ich sehe nur das Treibgut und denke mir meinen Teil. Treibgut? Ah, Beute! Kannst du mitnehmen? Kannst du mitnehmen? Wieso fischt ein Magietrank? Ein Magie. Nee, schon leer. Was jetzt? Ah, nee, das hatten wir schon. Unsere Bordwand hat Besuch bekommen. Angeln wir ein bisschen! Ja, komm, das muss sein. Einen müssen wir mindestens töten, ne? Ja, den können wir auch beklauen, ne? Ja, yeah, ich hab einen Haizahn. Ich habe die Waffen nicht gewechselt. Ich weiß doch, was auf mich zukommt. Warum will ich den nochmal analysieren? Weil ich's kann! Gibt's da nicht auch so ein Buch hier so, ne? Klingenwaffe. Krieg ich Schluck auf oder was? Mach mir ja Rankenzunge. Du, fahr mal dein Auge aus. Ich hasse euch alle. Scheiß Haie. Ich hoffe, ich kann danach speichern. Nein! Dann kommen die Gegner, die du nicht ausweichen kannst. Oh Gott, ich bin so schlau. Ja, die scheiß Eule, da kannst du durch tot beißen. Building da. Ist doch eher aus Plastik oder so. Ist gar nicht echt. Ups. Egal, jetzt haben wir mal flinke Säfte gesehen. Sehr eindrucksvoll. Boah, der bringt richtig was. Wenn ich nicht dabei nebenschlagen würde, dann würde es sogar wirklich was bringen, ne? Bei den könnte er 400 Erfahrungspunkte. Yeah. Wie, ich krieg nicht mal was dafür. Geistlicher Dreck da. Oh, 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 oh. Zwei Kisten. Einmal Kräutersud aus. Ich krieg auch noch 10 Stacheln aus dem Fass. Hey.
Wie regeneriert sich das einfach eigentlich, wenn ich ganz viel laufe, oder? Regeneriert sich doch, oder? Das hat sich doch letztens auch regeneriert. Regeneriert dich? Ja, es regeneriert sich. Keine Ahnung, muss ich dazu laufen, oder? Was ist das? Das Rest an Meeresräubern ist ein Boot weckt. Was wohl? Hier! Machen wir etwas heute! Gott, ich hab gespeichert, ne? Ja, ich hab gespeichert. Hab ich wirklich gespeichert? Nein, ich rufe lieber die Eule. Zu viert ist einfacher. Warte mal, ich hab noch eine Technik gelernt. Warum benutze ich nicht mal die? Ach, Blödsinn. Mir fällt gerade auf, dass die Eule ja ordentlich Mana zieht. Naja. Dann gehst du langsam das Mana aus. Fackelwirbel auf alle Gegner. Nett. Das ist ein Dreck. Das ist schön, wenn du mal sterben würdest. Den Gefallen willst du mir wohl nicht tun. Wutz zu. Warum? Wieso hat er auf einmal so viel Leben verloren? Was habe ich verpasst? Ach, ich schlauer Hund. Was passiert überhaupt? Na, hätte ich jetzt mal ausbilden können. Naja. Jetzt hoffen wir, dass wir nicht sterben. Schnell heilen. Obwohl er gerade dreimal, ne? Ach, ist immer noch nicht tot. Ist das eigentlich ein anderer Hai? Ich schau mal kurz nach. Hi, Stufe 7. Nö, irgendwie nicht. Okay. Bin tot, bis ich ankomme. Gott, ich bin so tot, bis ich ankomme. Schnell, ich brauche Mana. Ich hätte vorher noch mal schlafen sollen oder so. Wahrscheinlich kommen gleich drei Haifische. Hast du geträumt, Paladin? Wieso hast du dich vor der Klippe gewarnt? Es war nichts zu sehen. Ein von den Dingern lauert wohl voller Tücke knapp unter der Wasseroberfläche. Den Wassereinbruch. Das heißt Leck, du Küken. Gaga. Bruder hat recht, wir müssen es abfichten. Er sieht bald gestoppt wird! Sag das Boot ab! Ja, und womit? Ach, wir lassen noch ein bisschen laufen. Ah, ich lasse noch ein bisschen laufen. Ah, es ist glitschig! Die Klettern wird nicht leicht! Rauf, runter, links, rechts. Na bitte! Und weiter geht die lustige Seefahrt! Jetzt guck nicht so, als ob das alles meine Schuld wäre! Die Haie scheinen seit unserem Leck noch erwartungsfroher, das Boot zu umschwimmen. Es wird wenig Zeit, dass wir ankommen! Da kann er noch mal heilen. Wer hatte noch wenig? 120 macht 4. Und nochmal speichern. So, jetzt habe ich glaube ich jeden alten Spielstand überspeichert. Also sollte ich es jetzt besser schaffen. Kräuterst du das im Fass? Moment, da ist noch mehr! Ich einmal Lebenswasser aus dem Fass. Habe ja nochmal Glück gehabt, dass ich das mitgenommen habe. Das auf den Erfolg speichern wir gleich nochmal. Was ist das? Achso, das Fackelwirbel. Ich brauche das 4. Ja, der steckt jetzt zumindest nicht gerade sehr! Habe ich es nicht gesagt? Schauen wir sie uns! Keine Gnade für die Gegner.
und ich kann gerade mal überhaupt nicht heilen. Warum greift er jetzt immer noch dreimal an? Was ist das denn schon wieder für ein Bug? Och, meinetwegen kann der Rest... Ja, nehme ich auch. Gut, meinetwegen kann der Rest... jetzt greift er nur noch einmal an. Scheiße. Okay, der eine ist recht hoch. Stellt die Frage, ob ich das so überlebe. Komm, stirb. Ah, stirb, habe ich gesagt. Oh, stirb halt. Ich werde das irgendwie nicht überleben, fürchte ich. Oh, das war ein guter Treffer. Weißt du, er ist doch wütend. Soll der da nicht irgendwie öfters angreifen? Mächtiger oder so? Keine Ahnung. Kacke! Also, wenn ich sagen darf, das war verdammt knapp. Und jetzt alles. Ja, mach's aber auch immer knapp um jeden Preis. Ich bin schon wieder so super ausgerüstet. Fast kompletten Mast. Kann es sein, dass immer mehr Klippen werden? Ich geh besser mal zum Ruder! Verdammt! Davon wird's wirklich eng! Oh Gott, was kommt jetzt? Inter kommt jetzt! Gleich wirbel die Fahrrinne von spitzem Gestein, weiche mit den Pfeiltasten aus und bin bestmöglichst oft im Ziel genau. Ja, das ist doch eine Kleinigkeit. Wo ist der Haken an der Sache? Es wird gleich richtig übel werden, nicht? Was? Ach, ihr mich auch. Was ist das denn? Was soll dieser Oktopus da? Verwirrt mich. Ich bin einmal gegen den Klippe geknallt. Das stört mich voll. Ich war da eben gar nicht dagegen. Ich mach's nochmal, weil es so spannend war. Ach. Und ich schau mir das an, weil es auch so spannend war. Ich hätte jetzt speichern sollen. Ne? Mach ich auch gleich mal. Haha. Ihr wisst, ihr wollt's doch alle nochmal sehen. Kommt, ich weiß es. Sind das jedes Mal dieselben oder ist das zufallsbedingt? Klar, Hong, es ist zufallsbedingt, ja. Glaubst du doch selbst nicht. Ist jedes Mal dasselbe. Du kannst es auch beim 10. Mal nicht richtig. Haha. Ich habe die epischen Abenteurer-Skills in. Oh. Oh, oder ist es doch Zufall? Ich weiß nicht, ist es so wie beim letzten Mal oder anders? Ja, Wolfmann guckt kein Schwein, deswegen kann mir das auch niemand sagen. Oder kann ich diese Frau da oben nicht mitnehmen? Das ist eine Falle! Glaub ihr nichts! Gott, ich bin so gut! Wo ist der Haken an der Sache? Ach... Das ist doch... Kleinkram! Gib mir bloß nichts Schweres! Werde ich schneller? Ach! Was jetzt nicht nochmal alles. Auch so kurz zum Ende. Wir sind durch. Daran bestand auch nie der geringste Zweifel. Ach, komm jetzt nicht mit den Göttern! Ich bin einfach gut gefahren! Nicht. So ist es mit allen! Kennt man die Gefahr? Ist die keine mehr? Toll! Ihr mich auch. Naja, gut, die 50 EP. Ja, in der finalen Version mache ich dann mal alles perfekt und so, ne? Ich muss erstmal schlafen irgendwo. Wegen Erholung suchen. Wo konnte man denn schlafen? Lieblich Aue lädt seine kleinen Es reicht nicht ganz. Deswegen laufe ich jetzt nochmal durch den kompletten Wald.
Gehen wir gegen den... Ich will doch bloß mal kurz schlafen. Ich hätte doch in den Ort gehen sollen. Ach ja, ihr mich auch. Kommt euch mal so links, mal euch platt. Komm her, ich zeige euch mal, wie gut ich bin. Halt sich schneller auf, und so. Finde ich Gisos Wutattacke oder wie auch immer das jetzt wieder genau heißt, aber besser. Oh Gott! Ah, geil!